Hier ist Extra 3, der Irrsinn der Woche mit Christian Ehring. Guten Abend. Herzlich willkommen zu Extra 3. Vielen Dank. Vielen, vielen Dank und willkommen. Was ist eigentlich gerade los? Was für eine Woche. Also solche Wochen hat man wirklich selten. Alles, was mit K anfängt, tritt zurück. Klinsmann, Kemmerich, Kardinal Marx, Kramp-Karrenbauer. Kann mal jemand schnell den Zweitnamen von Andreas Scheuer googeln? Ich hoffe, es ist Kot. Franz? Mist. Uns interessiert heute natürlich vor allem der Rückzug von Annegret Kramp-Karrenbauer. Sie will aufhören, die CDU zu führen. Das hat mich persönlich überrascht. Ich hatte nicht das Gefühl, dass sie jemals damit angefangen hatte, die CDU zu führen. Aber Thüringen hat es ganz klar gezeigt, ihr fehlt jegliches Durchsetzungsvermögen. Der Landesverband Thüringen macht offenbar, was er will. Kramp-Karrenbauer ist ja nach der Wahl von Thomas Kemmerich zum Ministerpräsidenten extra hingedüst. Extra nach Thüringen, hat sie auch nicht freiwillig gemacht. Ja, sie hat gemerkt, ich muss jetzt, das hat sie nicht gerne, das ist ein furchtbarer Termin. Ich glaube, sie hätte lieber einen Tag lang in einer Toilette für das dritte Geschlecht verbracht, als da nach Erfurt zu düsen, zu diesem Zeitpunkt. Dann heißt es, dass die CDU-Fraktion sie angeblich eine Stunde lang hat warten lassen, bevor sie dann überhaupt vorgelassen wurde, die Parteichefin. Dann hat sich Kramp-Karrenbauer den Mund fusselig geredet, konnte aber nichts erreichen. Ich weiß nicht, ob es daran lag, dass sie schon ihr Karnevalskostüm anhatte oder ob sie einfach nicht mehr respektiert wird. Da hat sie auch gemerkt, es geht nicht mehr. Es ist ja so, die Linie von Kramp-Karrenbauer ist ja die offizielle Linie der CDU, nämlich Hufeisen. So nennen die das. Hufeisen oder auch Äquidistanz. Ja, Hufeisen, also gleicher Abstand nach links und nach rechts. Also keine Zusammenarbeit mit der AfD. Obwohl das eben nicht nur in Thüringen einige anders sehen. Die Werteunion, dieser erzkonservative Verein, treibt ja genau das voran. Zusammenarbeit mit der AfD. Schon der Name Werteunion ist ziemlich bescheuert. Leute, die mit den Feinden der Demokratie zusammenarbeiten wollen, nennen sich Werteunion. Das ist, als würde sich Puff-Mitarbeiter Eheberatung nennen. Zweitens kommt auch die Linke nicht als Bündnispartner für die CDU in Frage. Ehemalige SED-Mitglieder duldet die CDU nach wie vor nur in ihren eigenen Reihen. Ja, da gibt es mehrere. Interessant, oder? Zum Beispiel den Vizepräsidenten des Thüringer Landtages, Henry Worm. Heute CDU, früher SED. Das geht. Was nicht geht, Bodo Ramelow wählen. Das geht auf keinen Fall. Die CDU gibt zurzeit ein Bild ab, also ein Hühnerhaufen ist dagegen ein Hort der Ruhe und der Meditation. Alle sind aufgeregt. Viele freuen sich, dass Kramp-Karrenbauer gehen wird. Andere freuen sich nicht. CDU-Mann Elmar Brok, den kennen Sie? Das ist er hier. Nein, Quatsch. Das ist Elmar Brok, natürlich. Bei dem kam der Rücktritt gar nicht gut an. Ich halte den Rücktritt für falsch in diesem Augenblick. Und deswegen ist mir nur noch schlecht. Ihm ist nur noch schlecht. Ihm ist so schlecht, er kann kaum noch Kramp-Karrenbauers Namen richtig aussprechen. Karrenbauer. Mhm, ich glaube, so heißt sie. Jetzt treibt die CDU natürlich die Frage um, wenn Karrenbauer geht, wer kommt dann? Einer hat sich schon zu Wort gemeldet, Friedrich Merz, ein möglicher Kandidat für den Parteivorsitz. Sie merken, die Zeiten sind so bekloppt, es bringt niemand mehr in diesem Land einen geraden Satz heraus. Parteivorsitz. Immer im Fall März passt es vielleicht. Das ist also. Ja. Erstmal. Das Putzfrauenkostüm passt ihm auf jeden Fall. Hat er natürlich sofort anprobiert. Und auch Parteivorsitz. Ich meine, Friedrich Merz, frischer Wind ist was anderes. Er hat jedenfalls schon getwittert, dass er sich in den kommenden Monaten noch stärker für dieses Land engagieren will. Das kann man getrost als Drohung auffassen. Ich finde es auch ein bisschen ulkig. Noch stärker für das Land engagieren. Noch stärker. Wahnsinn. In den letzten Jahren bestand Merz Engagement für dieses Land aus Lobbyismus. Finanzlobbying. Also da würde schon als sich mehr engagieren durchgehen, wenn er die nächsten Monate einfach mal zu Hause sitzt und Netflix guckt. Neben Merz sind es natürlich die üblichen Verdächtigen. Auch diesmal wieder Jens Spahn und Armin Laschet. Ein munteres Trio. Ich weiß gar nicht, an wen die mich erinnern. Ja, stimmt.
Ja. Was soll man sagen? Jens Spahn. Jens Spahn ist auf jeden Fall ein sehr aktiver Gesundheitsminister, das muss man wirklich sagen. Vielleicht hat er eine Geheimwaffe, mit der er die anderen schlagen kann. Zugang zum Coronavirus. Ich weiß es nicht. Und Armin Laschet gilt ja als Laschet gilt als, wie soll man sagen, als eine Art Merkel mit Krawatte. So gemeinhin gilt er als Merkel mit Krawatte. Er steht für den eher gemäßigten Kurs und hat auch irgendwie immer was Versöhnliches. Und natürlich diese rheinische Fröhlichkeit. Letztlich traf ich einen kleinen Jungen, der verfolgte eine Bundestagsdebatte und fragte, kann man eigentlich auch als Mann Kanzler werden? Kann man auch als Mann Kanzler werden, ja. Der Gag hat schon so ein bisschen Patina. Ich meine, jetzt sind nur noch Männer im Rennen. Man kann inzwischen nur noch als Mann Kanzler werden. Back to the roots, das Patriarchat schlägt zurück. Ehrlich gesagt, keiner von den dreien muss sich irgendwie nach vorne drängen. Beim derzeitigen Zustand der CDU kann man ganz entspannt sagen, Leute, ihr kommt alle dran. Ja? Ganz entspannt. Früher oder später. Die Halbwertszeit ist dermaßen kurz. Bei Kramp-Karrenbauer hätte man es auch nicht gedacht, dass das so schnell geht. Ich muss immer noch an ihr Buch denken. Dieses Buch von Annegret Kramp-Karrenbauer, Ich kann, ich will und ich werde, hat jetzt was Rührendes so in der Rückschau. Der Titel passt jetzt nicht mehr so ganz. Jetzt muss es heißen, ich konnte, ich wollte, aber ich werde nicht. Ich weiß nicht, ob sie das noch verkauft. Aber ich habe gehört, die anderen Kandidaten haben auch Bücher in Planung. Armin Laschet, ich kann nicht, aber ich würde wollen. Jens Spahn, der so oft in Talkshows sitzt, ich kann bei Will was werden. Oder Friedrich Merz über sein politisches Programm, ich. Jedenfalls kommen wilde Zeiten zu. Auf Deutschland und vor allem auf die CDU. Wir haben jetzt schon mal den passenden Song von Dennis Gaub und Jesko Friedrich. Oh Gott, diese CDU zerstört sich selbst. Was sagst du? Zerstörung der CDU? Ja, lol, ey. Mutti ist eine lahme Ente. Und die Parteichefin will auch in Rente. Rentner-Bitches. So verliert man Prozente. Grottenschlecht. Und jetzt herrscht Eiszeit. Kopflose Partei. Und voll der Richtung Streit. Der Merz, der steht schon bereit. Und auch der Bubi, Azubi, der Brudi mit dem Hoodie. Der schaut schon mit den Hufen. Oh nein. Mein Gott, diese CDU. Vielleicht kommt noch ein Narr dazu. Alle in der CDU wissen. Wir haben gut abgeschlossen. Oh ja. Ist der Affenzirkus nicht bald vorbei? Dann heißt es Bye-bye Volkspartei. Oh Gott, diese CDU. Da geht es chaotisch zu. Was machen wir hier eigentlich? Wir können keine Antwort darauf geben. Oh Gott, diese CDU. Was Kramp-Karrenbauer letztlich zum Verhängnis geworden ist, das war natürlich die Trennung von Kanzlerschaft und Parteivorsitz. Das war ein Fehler. Das war fatal. Das sagen ja jetzt auch alle. Es hat nie jemand gewusst, wer eigentlich die Chefin ist. Eigentlich natürlich Kramp-Karrenbauer. Aber darüber schwebte dann doch immer Angela Merkel als Kanzlerin. Das war auch für Kramp-Karrenbauer doof. Als ob man aus dem Saarland nach Berlin zieht, in ein Haus, in dem die Schwiegermutter noch zwei Etagen bewohnt. So muss ich das für sie angefühlt haben. Und zukünftig soll das wieder anders werden. CDU-Kanzlerschaft und Parteivorsitz. Es soll alles in einer Hand liegen. Mal gucken, ob die CDU den Kanzler stellen wird. Und bei der K-Frage hat ja auch noch CSU-Chef Markus Söder ein Wörtchen mitzureden. Söder hat zwar gesagt, er selber wolle lieber in Bayern bleiben. Das hat er gesagt. Das kann heißen, dass er nicht Kanzler werden will. Kann auch heißen, dass er gerade prüfen lässt, was es kosten würde, den Reichstag nach München zu transportieren. Fest steht aber, es gibt auch in Bayern genug für ihn zu tun. Auf jeden Fall. Wie diese Geschichte von Martina Hauschild zeigt. Ganz Deutschland ist begeistert von der blauen Polizeiuniform. Ganz Deutschland
Nein, ein von unbeugsamen Bayern bevölkertes Land hört nicht auf, an der modernen und atmungsaktiven Polizeitextilie rumzumäkeln. Ganz vorneweg die Polizeigewerkschaft in Bayern. Die Polizisten beschweren sich über die Passform natürlich bei den Hosen. Die Hosen sind sehr eng geschnitten und sie beschweren sich über die Qualität. Seit 2 Jahren bekommen bayerische Polizisten ihre Uniform aus dem Logistikzentrum Niedersachsen, quasi Ausland. Und das passt, die passt ihnen irgendwie nicht. Polizeiobermeister Heuschütter erläutert das Problem. Ich bin in Uniform Zug gefahren und habe dann einen Schritt aus der Sitzreihe rausgemacht und ist mir die Hose im Schritt auf 15 cm Länge gerissen und ich hatte noch 3,5 Stunden Fahrt vor mir. Und dann stellt die Uniform beim Gang zum Urinal für Polizisten in Bayern einen technisch aufwendigen Vorgang dar, der Zeit und Geschick erfordert. Ist natürlich in einigen Fällen vorgekommen, dass sich Kollegen über den Reißverschluss, die Länge des Reißverschlusses beschweren. Das heißt, es ist äußerst erschwert möglich, für die Männer im Stehen zu urinieren. Das heißt, sie müssen eigentlich ihren gesamten Einsatzgürtel abnehmen, die Hose öffnen, Knopf öffnen, um dann ihr Geschäft zu verrichten. Bayerische Uniformträger haben es nicht leicht. Fragt sich nur, warum sind die Hosen in Bayern zu eng, aber nicht in Niedersachsen? Das weiß ich nicht, weil Niedersachsen hat vielleicht eine andere Hose. Stimmt. Bayern hat als einziges Bundesland den österreichischen Schnitt gewählt, der dummerweise irgendwie nicht passt. Bayerns Innenminister Herrmann will diesem Uniformproblem jedenfalls nicht länger tatenlos zusehen und hat angekündigt. Aus diesem Grund wird derzeit die Einführung eines weiteren Hosenmodells mit alternativem Schnitt geprüft. Das heißt, eine neue Hose kommt in den Test. 280 Kolleginnen und Kollegen werden die Hose testen. Und das Ergebnis daraus wird dann auch präsentiert. Und wir hoffen, dass die neuen Hosen dann deutlich besser angenommen werden. Wir drücken die Daumen, damit Bayerns Polizei auch weiterhin auf dicke Hose machen kann. Jetzt aber noch mal zurück nach Thüringen. Thüringen ist ja mit etwas über 2 Millionen Einwohnern ein eher unbedeutendes Bundesland, das bis vor kurzem noch für diese Würste hier bekannt war. Seit vergangener Woche für diese hier. Thomas Kemmerich, ja, Mike Moring und ganz links Björn Höcke haben mit ihrem Geschacher bei der Ministerpräsidentenwahl in Thüringen einen Flurschaden hinterlassen, den das Land noch lange spüren wird. Dabei wäre es ja vermeidbar gewesen, wenn FDP-Mann Kemmerich die Wahl zum Ministerpräsidenten einfach nicht angenommen hätte. Ich frage mich, was hat ihn geritten? Was wollte er denn da? Was hat er sich denn gedacht? Christian Lindner hatte ja eine Erklärung. Herr Kemmerich war offensichtlich übermannt. Er war übermannt. Der arme Kerl, er hat die Situation gar nicht richtig einschätzen können. Es war ja auch ein Durcheinander da im Landtag. Es waren viele Leute da, alle jubeln oder zumindest viele. Ja, jubeln, andere sind ein bisschen geknickt. Eine Frau fragt ihn plötzlich, ob er will. Ja, da hat er einfach Ja gesagt. Der wusste gar nicht, hat vielleicht gedacht, er heiratet. Ja, da fragt mich eine Frau, ob ich will. Vorher soll er wissen, dass er Ministerpräsident werden soll. Dazu passt übrigens auch, ne, die Vorstellung, dass er heiratet, dazu passt auch, dass da noch ein Mädchen plötzlich Blumen geworfen hat. Die Fraktionsvorsitzende der Linken, Susanne Hennig-Welzow, wirft ihm den Lohnstreich vor die Füße. Übrigens kursiert seitdem in rechten Netzwerken ein Foto, das angeblich zeigt, wie Susanne Hennig-Welzow Erich Honecker Blumen überreicht. Ja, hier, das ist übrigens die Dame, die dem gewählten FDP-Ministerpräsidenten die Blumen vor die Füße geworfen hat. Hat sie nicht immer gemacht. Dieses Foto ist von 1976. Hennig-Welzow wurde 1977 geboren. Also, dass sie schon als Embryo in der FDJ war, das ist natürlich Wasser auf die Mühlen der AfD. Das ist ganz klar ein Fake auf dem Bild. Das ist natürlich nicht Susanne Hennig-Welzow von der Linken. Es sieht auch jeder, guckt euch die Frisur an. Das ist natürlich Günther Netzer, gar keine Frage. Thomas Kemmerich hat Thomas Kemmerich hat schon am Tag nach der Wahl seinen Rückzug angekündigt. Historiker sprechen vom Ende des 1000-minütigen Reiches. Inzwischen ist er abgetaucht. Offiziell ist er zwar noch amtierender Ministerpräsident, aber er ist unauffindbar. Nicht mal seine Staatskanzlei weiß, wo der Mann ist.
Und jetzt kommt's, er lässt sogar seine Präsidentschaft beim Erfurter Karneval ruhen. Jetzt wird's wirklich ernst, Leute. Was wird bleiben von seinem politischen Lebenswerk? Ja, dieses Foto, auf dem er Björn Höcke die Hand gibt, dem hat er das ja alles zu verdanken. Und dem haben wir das auch alles zu verdanken. Das ganze Desaster wurde ja von der AfD ausgelöst, die jetzt einen Mordspaß hat. Wie Alice Weidel bei Anne Will am Sonntag, die ja eine Stunde lang nur zynisch vor sich hingegrinst hat, während sich CDU, FDP und SPD wieder mal in den Haaren lagen. Ein Lächeln so sympathisch wie eine Landmine. Viel beigetragen zur Debatte hat sie nicht. Eigentlich kam von Alice Weidel nur ein einziges Wort, das aber sehr häufig. Nach dieser Wahl hat Lick vor allem unglaublich. Eine Stimme. Jetzt sitzen Sie hier und sich abgrenzen, diese Partei diskreditiert haben, dem Höcke. Unglaublich. Sie, Frau Weidel, haben gesagt, unglaublich. 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 Sie ist die Unglaubliche. Das ist so schlecht gespielt. Da bietet sich doch an, dass sie bald einen VHS-Kurs leitet. Empörung für Anfänger. Eine politische Glanzleistung, die die AfD da in Thüringen hingelegt hat, für die sie allemal eine Laudatio verdient hat. Hier ist Oliver Kalkofe. Vielen Dank. Dankeschön. Ich sage nur Glückwunsch, liebe AfD. Wow. Ihr habt euch wirklich ganz erstaunlich entwickelt. Und euer Gedankengut hat sich fast schneller verbreitet als das Coronavirus. Respekt! Ihr seid der stolz dampfende, blasierte braune Haufen, in den fast jede politische Spitzenkraft aus Übermut irgendwann mal tritt und dann ins Stolpern gerät. Ja, so funktioniert eben Politik. Die einen drehen das Rad der Geschichte. Ihr freut euch wie verzogene Kleinkinder, wenn ihr einfach mal einen Stock in die Speichen halten könnt. Aber dafür gab es sogar ein Cover auf dem Spiegel, ja, der jetzt aussieht wie die Bravo für Stürmer-Abonnenten. Na, fehlen eigentlich nur noch die Fascho-Love-Story und der Höcke-Starschnitt im Innenteil. Okay, in Thüringen habt ihr es allerdings bewiesen. Für euch ist die deutsche Demokratie eine einzige große Abrissparty mit DJ Höcke als Bob der Abbaumeister. Was allerdings auch nur möglich war, weil die CDU so dämlich ist, in Bodo Ramelow selbst heute noch so eine Art Rostbrat-Fidel Castro zu sehen. Und die FDP eh immer sofort die Klöten verliert und automatisch das Rückgrat in den Anus einzieht, sobald es mal ein bisschen Macht abzugreifen gibt. Doch während die einen nützlichen Idioten sich ausgelassen über die Aussicht auf ihre politische Penisverlängerung freuten, dachten die anderen noch, sie würden Schach spielen. Ja? Bis sie plötzlich merkten, dass sie bereits längst durch Schulterwurf auf dem Brett lagen. Woraufhin Opa Umweltsau, Alexander Gauland, aus feixender Freude gleich den demenzbrillanten Vorschlag raushaute, dass man jetzt, wo die AfD-Stimmen ja so herrlich kontaminiert seien, bei den nächsten Wahlen doch einfach geschlossen für Ramelow oder andere Kandidaten stimmen könnte, die man verhindern möchte. Genial! Denn wo die anarchistischen Aria-Azubis einmal ihren braunen Daumen an der Gießkanne hatten, ja, da gedeiht kein Ministerpräsident mehr. Allerdings, wieso nicht einfach mal den eigenen Kandidaten wählen? Hä? Ja gut, die sind alle scheiße, stimmt. Aber wenn man jetzt wirklich keinerlei Haltung hat und kein Interesse an echter Mitarbeit, dann könnte man doch eigentlich auch nach Hause gehen, oder? Hä? Denn ihr seid ja kein notwendiger Motor für ein Land. Ihr seid bestenfalls der kleine, fiese Betonpoller, an dem die anderen sich kaputt scheppern. Hä? Okay, diesen Verarschungsblitzkrieg habt ihr allerdings gewonnen. Chapeau. Andererseits müsste jetzt selbst der Döfste bemerkt haben, dass es euch noch nie darum ging, irgendetwas aufzubauen, sondern stets nur darum, alles zu zerlegen. Aber
Aber vielen Dank, dass ihr damit jetzt immerhin auch bei euch selbst beginnt. Denn wer immer nur Gift streut, geht irgendwann meist selbst daran zugrunde. In diesem Sinne, Gratulation und viel Erfolg, AfD. Vielen Dank, Oliver Kalkofe. Neben der AfD profitieren auch die Grünen. Auch die Grünen profitieren vom aktuellen politischen Chaos und vom Niedergang der großen Volksparteien. Es gab in den letzten 5 Jahren bei den Grünen einen Mitgliederschub. Es gab so viele Neueintritte, wie es in der ganzen Geschichte der Partei sie noch nicht gegeben hat. Und ich glaube, es liegt daran, dass die Grünen natürlich ein wichtiges Thema besetzen, Klimaschutz. Es liegt aber auch daran, dass die Grünen einfach keine mehr wehtun. Es ist alles wahnsinnig kuschelig. Ja, besonders radikale Ideen hört man kaum noch. Klimaschutz wird zumindest niemanden mehr Geld kosten. Auch die Abschaffung der Verbrennungsmotoren, gar kein Problem. Es geht, ohne dass irgendjemand auf irgendwas verzichten muss. Fleisch essen, kein Problem, Leute. Die Grünen sind so ein bisschen konservativ und ein bisschen links und halten sich inzwischen aus der Politik weitgehend raus. Die Grünen, kann man sagen, die Grünen sind sowas wie Angela Merkel als Partei. Was sie haben, das ist der Wohlfühlfaktor. Und sie haben natürlich Robert Habeck, den grünen Posterboy. Habeck, ja, ist ja nicht mehr bei Facebook und bei Twitter aktiv, da hat er sich abgemeldet. Aber er hat einen Blog, auf dem er sich selbst inszeniert. Da findet man zum Beispiel solche Fotos. Ja. Habeck sitzt im Wald und schreit wütend einen Baum an. Man fragt sich, warum? Was hat er denn? Was keiner weiß, hinter dem Baum sitzt Annalena Baerbock und sagt, dass sie auch Kanzlerin werden will. Wir haben ihn heute bei uns in der Sendung, eine Weltpremiere bei Extra 3. Herzlich willkommen, Robert Habeck. Robert Habeck von den Grünen. Herr Habeck, viele sehen ja die Grünen im Moment auf dem Weg zur Volkspartei. Kann man das so sagen? Also, ob man das jetzt Volkspartei nennt oder moderne Volkspartei oder Volkspartei mit dem coolsten Führungsduo. Also, es ist alles Quatsch mit Soße. Es ist alles Quatsch mit Soße. Mir geht es darum, niemanden auszuschließen. Wir wollen auch für die da sein, die, sag ich mal, gerne mal Nackensteak essen. Essen Sie gerne mal Nackensteak, Herr Jürgen? Ich? Ja, selten, aber es kommt vor, ja. Ja, cool, dann gehören Sie schon zu der grünen Zielgruppe. Ja, ist doch geil. Also, wir wollen die Nackensteak-Esser und die Schweine. Also, und die Schweine, die Nackensteaks essen. Also, und, aber Mindestpreise für die Nackensteaks sind natürlich schon Voraussetzung, klar, ist, sofern die Leute denn auch bereit sind, das zu zahlen. Ansonsten wäre es natürlich auch ohne Mindestpreise okay. Schade, aber okay. Herr Habeck, ich muss kurz unterbrechen. Das ist so wischiwaschi. Ich habe da wirklich aus Sorge, auch was eine zukünftige Regierungsbeteiligung angeht. Die Grünen sind wirklich wie keine andere Partei in der Lage gewesen, auch ihre Ideale mal eben über Bord zu werfen und irgendwelche faulen Kompromisse zu schließen. Steht uns das wieder bevor? Nö, also das sind keine faulen Kompromisse. Also wir wollen, sag ich mal, nicht den Fehler machen, relativ kurz vor der Bundestagswahl zu inhaltlich zu werden. Aber Moment mal, es ist ja noch ein bisschen hin bis zur Bundestagswahl. Zweitens, gibt es nicht auch Themen, bei denen man sich einfach mal unbeliebt machen muss? Ja, unbeliebt, beliebt, unbeliebt, also ich würde sagen, ich bin beliebt, man hört es auch, aber im Grunde sind das für mich total anachronistische Kategorien. Aha, wirklich? Schauen Sie, ich stehe für eine Politik, die Bock macht auf Politik und die sozusagen versucht, einen Echoraum aufzumachen, der es allen progressiven Kräften ermöglicht, osmotisch, fundamental, ontologisch, biodivers und metaphysisch die Membran unserer Sozialkontexte zu durchdringen oder zu transzendieren, wenn Sie so wollen. Und was war nochmal die Frage? Ich habe jetzt. Was war nochmal die Frage? Ich weiß es auch nicht mehr, Habeck.
Ich habe die Frage vergessen. Ja, ist doch geil, dann können wir ein bisschen weiter rumschwurbeln. Also, Nein. Schauen Sie, hey, also wir Grünen, ja. Also wir sind und waren schon immer eine Bewegungspartei. Das, aber das ob die Bewegung jetzt Proteste sind oder, ja. oder Yoga, also das ist mir schnurz wie Wumpe. Ja. Also ich stehe dafür, voranzuschreiten, die Horizonte zu verschieben. Okay. Dafür trete ich an. Und dass ich dabei vielleicht ein bisschen besser aussehe als andere, das haben Sie gesagt. Aber das habe ich nicht gesagt. Ja, also... wissen Sie, also... Wissen Sie, was mich stört, wenn ich sagen darf? Also, jetzt reden wir wieder nur über mich. Ja, also das erlebe ich übrigens ziemlich oft in Interviews. Also die Sachfragen werden verdrängt und dann geht es plötzlich nur noch um Personelles. Wie diese, Entschuldigung, aber bescheuerte K-Frage. Also warum wird eigentlich immer nur ich als Kanzlerkandidat gehandelt und nicht auch mal Annalena Baerbock? Das beobachte ich eigentlich nicht so. Es gibt auch durchaus Medien, die sagen... Annalena Baerbock und ich, wir sind ein geiles Team. Annalena ist genauso gut wie ich, vielleicht sogar ein bisschen besser... woanders aufgehoben, aber wir sind ein geiles Team und lassen uns auch nicht so einfach auseinander dividieren. Nein, Harmonie geht über alles, das merkt man. Ich meine, die Grünen sind ja wirklich beängstigend kuschelig im Moment. Es geht in der nordkoreanischen Volkskammer, glaube ich, kontroverser zu als auf einem grünen Parteitag. Dabei gibt es ja Konflikte. Ich habe das Gefühl, es gibt Konflikte, aber die werden unter den Teppich gekehrt. Harmonie geht vor. Es gibt zum Beispiel ein ungeklärtes Verhältnis Ihrer Partei zur Homöopathie. Ja, natürlich, sollte geklärt werden. Wie ist das mit den Globuli? Es gab eine Kommission, ist eine Kommission gebildet worden, um das zu klären. Die Kommission wurde aufgelöst. Was soll denn das? Den Globuli-Konflikt, den haben wir verschoben. Ja. Und das Gleiche haben wir übrigens auch mit dem Klimawandel vor. Das ist toll, aber haben Sie wenigstens persönlich eine eigene Meinung zur Homöopathie? Ja klar, in dem Fall wäre es tatsächlich auch ein Kompromiss. Ich finde, die Globuli sollten weiter von den Krankenkassen bezahlt werden, aber aufgrund des hohen Zuckergehalts sollte auf die Packung die rote Lebensmittelampel. Das klingt nach einer sehr, sehr grünen Lösung. Vielen Dank, Robert Habeck. Ja, cool, ich fand's geil. Ich sage jetzt mal einen komischen Satz. Ich mache das einfach mal. Ich sage einen komischen Satz. Ich zahle gerne Steuern. Wirklich. Davon werden Schulen und Straßen gebaut. Für sowas Vernünftiges würde ich mein Geld sonst nie ausgeben. Ich hätte auch kein Problem damit, mehr Steuern zu zahlen, wenn unser Steuersystem dafür gerechter wäre. Im Moment leidet ja vor allem die Mittelschicht unter Steuern und Abgaben. Da sind sich auch alle Parteien einig, der Mittelschicht geht es schlecht. Was ist die Mittelschicht? Das ist schon gar nicht so leicht zu beantworten. Soziologen sagen, Mittelschicht ist man, wenn man Herbert Grönemeyer hört. Ja, ist eine Definition. Es gibt auch andere Definitionen. Friedrich Merz findet zum Beispiel auch er gehöre zur Mittelschicht. Mit einem Jahreseinkommen von 1 Million Euro. Er hört wahrscheinlich auch Grönemeyer. Daran wird es liegen. Wieder eine eigene Definition von Mittelschicht hat CDU-Fraktionschef Ralf Brinkhaus. Der sagt nämlich, ich schäme mich nicht, dass ich die Leute vertrete, die mit einem Verbrennungsmotor unterwegs sind, Nackensteak essen und fleißig sind. Diese Leute sind das Rückgrat unserer Gesellschaft. Also ist das Mittelschicht. Im Auto, mit Verbrennungsmotor, fleißig Nackensteaks essen. Schatz, das ist so schwarz. Ist das angebrannt? Nein, ist ruhig, Liebling, das ist nur Dieselruß. Und was haben alle mit dem Nackensteak? Ich verstehe es nicht ganz. Man kann es auch einfach ganz konkret an Zahlen festmachen. Konkret, bin ich Single und lebe alleine, gehöre ich zur Mittelschicht, wenn ich netto etwa zwischen 1.105 und 3.670 Euro verdiene. Als Single ist man ab 1.100 Euro Mittelschicht. Als Singles haben es mal wieder schwerer. Als wären sie mit Tinder nicht schon genug gestraft. Und Paare? Für Paare sieht die Messlatte ungefähr so aus. Und für Familien mit 2 Kindern ungefähr so. Damit sind rund 3/4 unserer Gesellschaft Mittelschicht. 3/4 sind Mittelschicht? Es fühlt sich aber für viele nicht so an. Und wenn, dann nur in dem Sinne, dass man bestenfalls so mittel über die Runden kommt. Immer mehr Angehörige der Mittelschicht müssen mehrere Jobs annehmen. In Bayern zum Beispiel hat jeder 7. Polizist inzwischen noch einen 2-Job. Gut. Hat natürlich Vorteile. Wenn man die Pizza mit Blaulicht ausfährt, dann kommt sie wenigstens warm an.
Am oberen Ende der Mittelschichteinkommen greift dann wiederum sehr schnell der Spitzensteuersatz von 42%. Jeder neunte Deutsche zahlt inzwischen den Spitzensteuersatz. Früher war der Spitzensteuersatz für die ganz Reichen da. Lag aber übrigens auch zu Zeiten von Helmut Kohl noch bei 56%. Zum Vergleich, die Linkspartei fordert heute 53%. So gesehen war Kohl ein kommunistischer Betonkopf. Helmut Kohl. Und eine Vermögenssteuer wie unter Kohl gibt es heute auch nicht mehr. Der Spitzensteuersatz setzt auch viel zu früh ein. Die Leute sind quasi schon sehr früh reich. Vielleicht ist es psychologisch ganz geschickt zu sagen, wir nennen die Leute reich, dann sind sie glücklich. Ja, es klappt aber leider nicht. Wirklich profitiert haben in den letzten Jahren und Jahrzehnten die Vermögenden. Deren Steuern wurden seit der Regierung Schröder konsequent gesenkt. Dazu kommt noch, dass die Mittelschicht immer mehr durch Sozialabgaben belastet ist. Stichwort Beitragsbemessungsgrenze. Beitragsbemessungsgrenze, das ist ja der Behördenausdruck für total verarsche. Denn in die Arbeitslosen- und Rentenversicherung zahlt man ein, je nach Einkommen. Also wenn man mehr verdient, zahlt man mehr ein. Aber eben nur bis zu einer Grenze von 82.000 Euro im Jahr. Das ist die Beitragsbemessungsgrenze. Danach zahlen alle das Gleiche. Das heißt, es ist egal, ob sie 82.000 Euro im Jahr oder 8,2 Millionen im Jahr verdienen. Sie zahlen den gleichen Höchstbetrag in die Sozialversicherung. Und deswegen wächst der Unmut in der Mittelschicht, es wächst die Wut. Die Gesellschaft ist inzwischen wie eine Schwarzwälder Kirschtorte. In der unteren Schicht ist es richtig hart. Die Mittelschicht ist gerade ziemlich sauer. Und oben ist das Sahnehäubchen. Natürlich gibt es auch Leute, die sehen das ganz anders. Die sagen, nein, gerade die Reichen, die müssen natürlich auch gefördert werden. Wir müssen Anreize schaffen, damit die Reichen überhaupt noch eine Motivation haben, reich zu sein. Ja, da müssen wir auch steuerlich nach Anreizen suchen. Ich meine, wenn wir die Reichen nicht noch weiter pampern, dann würden die ja auch nur am Fließband rumchillen. Also vielleicht muss man die Reichen mehr unterstützen in ihrem Reichsein. Gut, dass es Leute gibt, die sich darum kümmern. Ich hätte nie gedacht, dass ich mal einen von diesen Leuten bei mir zu Hause aufnehmen würde. Aber als ich ihn dann so gesehen habe, da dachte ich, da musste ich einfach helfen. Also. Das ist Johannes Schlüter. Der 43-jährige Göttinger ist Gründer der Hilfsorganisation Rich Fugees Welcome. Letztes Jahr hat er einen Reichen bei sich aufgenommen. Also der Karl Alexander kam mit dem Boot übers Mittelmeer. Mit meiner Yacht. Ja, oder so. Und dann habe ich ihn halt gefunden in diesem Auffanglager. Fünf-Sterne-Hotel. Genau, in diesem Fünf-Sterne-Auffang-Hotel. Und dann habe ich ihn spontan mitgenommen einfach. Also gut, manche sagen jetzt vielleicht, ich bin ein Gutmensch oder so. Aber das ist mir egal, weil ich weiß, ich tue das Richtige. Karl Alexander nimmt die Hilfe dankbar an, denn sein Antrag auf Butler-Nachzug wurde abgelehnt. Schlüter hilft seinem reichen Gast auch im Umgang mit den Ämtern. Bei der Steuererklärung ist Karl Alexander hoffnungslos überfordert. Reiche werden in Deutschland total ungerecht behandelt, weil sie jetzt im Verhältnis zu uns Normalverdienern überhaupt nicht so viel Steuern zahlen dürfen. Jetzt habe ich mir 40 Jahre den Buckel krumm geerbt und jetzt nimmt uns auch noch die Mittelschicht den Spitzensteuersatz weg. Ja, das ist wirklich ein Skandal. Ja. Schnapspraline. Aber warum denn? Er hat doch ein Jahreseinkommen von 250.000 Euro brutto. Das stimmt doch gar nicht. Netto. Das ist ja auch total unfair mit dieser steuerfinanzierten Infrastruktur. Zum Beispiel öffentlicher Nahverkehr, den nutzt der Karl Alexander ja gar nicht. Der nimmt doch sein Cabrio. Oder den Heli, genau. Und ins Freibad, ich meine, ins Freibad geht der Karl Alexander ja auch nicht. Nö, am Pool. Ja. Genau. Und das ist so unfair. Karl Alexander kommt zwar aus einer Kultur, die Schlüter fremd ist. Moment, du hast dein Frühstück vergessen. Aber die beiden lernen jeden Tag dazu. So. Ja, Reiche sind ja so bescheiden und genügsam auch. Also ich habe dem Karl Alexander neulich gesagt, er soll sich mal Geld aus der Haushaltskasse nehmen und sich so einen Kasten von seinem Lieblingsgetränk kaufen. Und da hat er gesagt, er will gar keinen ganzen Kasten. Ja. Mir reicht eine Flasche. Was ja auch wahnsinnig wichtig ist, ist, die Reichen in die Gesellschaft zu integrieren. Und deshalb habe ich dem Karl Alexander jetzt ein Schnupperpraktikum im sozialen Bereich besorgt. Ja, und ich glaube auch, er macht das ziemlich gut. Also er hat so eine soziale Ader, das habe ich auch total gemerkt. Und deshalb glaube ich, dass das nicht das... Johannes Schlüter, ein Mann hat ein Herz für Reiche. Vielen Dank, Jesko Friedrich und Dennis Kauf. Der einzige Berliner Club, in den wirklich jeder reinkommt.
ist der Deutsche Bundestag. Und die Folge, der Bundestag wird immer größer. Regulär hat das Parlament 598 Abgeordnete. Im letzten Bundestag saßen schon 631, im jetzigen 709. Im Herbst 2017 wurde im Bundestag ordentlich angebaut. Es wurde geschraubt, verschoben, zusammengerückt. Das Plenum ist seitdem zum Bersten voll. Die Adresse des Reichstags ist auch nicht mehr Platz der Republik, sondern Platz aus allen Nähten. Schon jetzt können manche Abstimmungen im Bundestag nicht stattfinden, weil für die Abgeordneten zu wenig Platz ist, um den Arm zu heben. Für die folgenden Bundestage geht man von bis zu 1000 Abgeordneten aus, 1000 Volksvertreter. Da kommt man wirklich an so einen Punkt, da denkt man langsam als Volk, ihr müsst uns nicht vertreten, stellt einfach ein paar Stühle dazu und wir kommen ganz rein. Der Grund für immer mehr Abgeordnete sind Überhang- und Ausgleichsmandate wegen der Erststimmen. Ja, ist kein Problem, sagt Philipp Amthor von der CDU. Es ist nicht gesetzlich vorgeschrieben, dass die Union die Direktmandate gewinnt. Wenn Sie sich anstrengen, gelingt Ihnen das vielleicht auch, meine Damen und Herren. Okay, Schlaubi-Schlumpf. Aber die vielen Überhangmandate für die CDU sind nicht die Folge davon, dass die CDU so tollen Wahlkampf macht, sondern dass sie im Gegenteil immer weniger Zweitstimmen bekommt im Verhältnis zu ihren Erststimmen. Dadurch entstehen Überhangmandate, die werden zusätzlich in den Bundestag gesetzt. Ja, damit das nicht ungerecht ist, bekommen die anderen Parteien dafür Ausgleichsmandate, damit es vom Verhältnis her wieder stimmt. Die Sitzverteilung im Bundestag ist tatsächlich komplizierteste Arithmetik. Wir begrüßen von der Mathematischen Fakultät der Technischen Universität München Professor Maximilian Schaffroth. Herzlich willkommen. Professor Schaffroth. Bitte schön. Ich bin wirklich froh, dass Sie es einrichten konnten, herzukommen. Selbstverständlich. Ich stehe die ganze Woche im Hörsaal vor Akademikern mit randlosen Brillen. Für mich ist die Begegnung mit Laien, das ist ein bisschen so Gehirnjogging. Das ist, ich sage immer, Synapsenfreizeit. Ne? Wie schön. Sie hören mich gut, ja? Ja, wunderbar. Herr Schaffroth, der Bundestag wächst und wächst. Alle sind sich einig, er muss kleiner werden. Kann die Mathematik hier Abhilfe schaffen? Die Frage eines Laien. Das ist ungefähr so, als würden Sie fragen, besteht eine Äquivalenz zwischen Euler, Lagrange und Schrödinger? Klappe auf, Katze tot. Ist das jetzt ein akustisches Problem oder inhaltlich? Letzteres. Ja, wir fahren das runter, sonst steigen Sie mehr aus. Gar kein Thema. Zunächst ist ja mal Ausdehnung überhaupt nicht schlimm. Ja? Das Universum dehnt sich aus, die Abgeordneten dehnen sich aus. Deutschland hat sich in seiner Geschichte immer mal wieder ausgedehnt. Aber die Geschwindigkeit der Ausdehnung nimmt zu. Das bereitet uns Wissenschaftler natürlich Kopfzerbrechen. Kann man das sagen, wie schnell dehnt sich der Bundestag aus? Gibt es da wissenschaftlich fundierte Erkenntnisse? Komplex. Die Bewegungsgleichung ist die eines E-Scooters. Das ist, wir kennen das, bergab steigt die Geschwindigkeit im Quadrat zum Körpergewicht an. Die größeren Parteien dehnen sich schneller aus. Ja? Ich will jetzt hier nicht zu weit kommen. Für den Laien wäre die Bundestagswahl ein E-Scooter-Rennen. Ja, dann wären Rieksinger und Kipping bergab mit zusammengepressten Lippen gegen den Wind, ja, sozusagen im Widerstand auch, der steigt auch im Quadrat sozusagen nochmal an, während Dobrindt mit Altmaier auf dem Buckel quasi durch eine Vakuumröhre gleitet. Das ist berechnet mit Mitteln aus der Astrophysik. Das ist alles hochkomplex. Gucken wir doch da kurz ins Modell, sonst steigen Sie mir hier aus. Das ist ja Wahnsinn. Sie haben extra ein Modell für uns angefertigt. Das ist ja Wahnsinn, Herr Professor. Ich habe das nicht gemacht, das haben meine Studenten gemacht. Danke an den Jasper und den Leon. Ich habe gesagt, wer das in 30 Minuten baut, der bekommt die Doktorandenstelle. Wir haben gar keine. So. Bitte, Sie heben das hoch, ich sag dann, was Sie da machen müssen. Genau, wunderbar. Das machen Sie super. Studiosus Ehring. So, jetzt gucken wir hier mal in der Berechnung, ist ja wichtig, das wissen Sie noch damals aus der Mathematik, jede Berechnung braucht einen Bezugspunkt. Das ist sozusagen das einzige Fixum in einem Messzeitraum von 15 Jahren, ist dieser Punkt hier, das ist unsere Messkonstante. Ist das ein Grenzstein oder das was? Das ist Angela Merkels Kopf. Das ist... Die Wissenschaft bewegt sich sozusagen hier in die Mitte des Kopfes. Wir nennen das auch die Kanzlerfontanelle oder die Polkappe des Muttergestirns. Ja.
Von hier aus messen wir mit einem Photonenteleskop. Das ist ein ganz normales Teleskop. Können Sie beim Aldi kaufen. Das klingt nur immer besser, wenn man sagt Photonenteleskop, nicht wahr? Ja. So, da messen wir die Distanz zum letzten Abgeordneten. Das ist dann eben, in meinem Paper können Sie das alles nachlesen, das ist die KHD, die Kanzler-Hinterbänkler-Distanz. Das ist Und was ist komplex. Jetzt, was genau, ich verstehe nicht ganz, Herr Professor Schachwohl, was ist denn Ihre Erkenntnis? Der Bundestag wächst. Das können Sie ja hier sehen, wenn Sie mein Paper gelesen hätten. Der Bundestag wächst. Aber das wissen wir ja bereits. Ja, jetzt haben Sie es wissenschaftlich bestätigt. Aber können wir das irgendwie aufhalten? Das kann auch nur einer fragen, der die Eulersche Zahl noch über eine Intervallschachtelung herleitet. Also, okay, die Parteien müssten sozusagen, die großen Parteien müssten zum Wohl der Allgemeinheit auf ihren Vorteil verzichten. Mhm. Verzicht zum Wohl der Allgemeinheit, das haben wir in der Politik bisher nicht gemessen. Ja. Da gibt es keine Evidenz, bis auf Söders Verzicht auf eine Kanzlerkandidatur. Die Ausdehnung wird voranschreiten, mit immenser Geschwindigkeit. Das ist, kann man sich gar nicht vorstellen. Der letzte Abgeordnete wird 2039 in Elmshorn sitzen. Okay. Die Frage, die Sie sich ja auch stellen, will der dahin? Also das ist, ja. Die AfD bewegt sich mit enormer Geschwindigkeit auf dem 52. Breitengrad Richtung Polen. Die wollen dahin. 2050 wird das gesamte Bundesgebiet Bundestag sein. Jeder Säugling ist Abgeordneter. Ja, Philipp Amthor war nur der Anfang. wir werden. Okay. Das kennen Sie alles, das KHD. Ja. Das führt zu enormen Verwerfungen, aber nicht unbedingt schlecht. Ja, wir werden alle von Diäten leben und wir können polizeilich nur verfolgt werden, wenn alle zustimmen. Das ist nicht so schlecht. Ja. Fantastisch. Vielen Dank für diese Erkenntnisse, Professor Maximilian Schachwohl. Gerne. Eine fatale Tendenz, eine wirklich fatale Tendenz zum Ausufern, zum immer opulenter werden, zum nicht enden wollen, gibt es auch woanders, nämlich bei Serien. Es ist inzwischen die Hauptfreizeitbeschäftigung der meisten Deutschen in ihrer Freizeit, Serien gucken. Am Stück Binge-Watching. Ich streame, also binge ich. Wusste schon der alte Descartes. Serien sind im Zeitalter des Streamingdienste natürlich viel leichter konsumierbar als früher. Streaming bedeutet Fortschritt, statt mühsam stundenlang im Schrank nach der richtigen DVD zu wühlen, kann man jetzt einfach die Streaming-Portale im Netz nach den Wunschserien durchsuchen. Dauert genauso lange, aber man kann dabei sitzen. Das Angebot ist riesig, man verliert schnell den Überblick. Wenn man alles gucken will, dann braucht man erstmal die entsprechende Fernbedienung. Ja. Und da muss man sagen, wenn alle alles sehen wollen, dann bräuchte man in Deutschland, man bräuchte eigentlich ein neues Rentenkonzept. Die Rente ab 25. Und sehr viel Geduld. Bis letzten Monat war die Welt noch in Ordnung. Aber dann hat meine Mutter vom Streaming gehört. Walking Dead ist der heiße Scheiß, sagt Hildes Nichte. So, Mama, dein neuer Smart TV. Und da soll dieses Streaming drin sein? So, Netflix ist jetzt installiert. Jetzt kannst du Walking Dead gucken. Hilde guckt jetzt 4 Blocks. Oh, das läuft aber gar nicht auf Netflix. Dann müssen wir dich auch noch bei Amazon Prime anmelden. Oh. Da kannst du die erste Staffel gucken und bekommst auch noch deine Pakete schneller. Welche Pakete? Bei der zweiten Staffel musst du allerdings zu Sky wechseln. Aha. Oder du guckst auf Netflix Dogs of Berlin. Das ist im Prinzip das Gleiche, nur mit anderen Schauspielern. Gibt's da auch den Silbereisen? Aber bei Netflix musst du aufpassen. Guck keine Serien mehr von Marvel oder Disney. Die haben nämlich bald ihren eigenen Channel. Und sonst musst du da weiter gucken. Aha, dabei habe ich mich schon so auf Marvels Iron Fist gefreut. Am besten holen wir dir auch noch Apple TV Plus. Das ist günstiger als Magenta TV. Aha. Da laufen zwar nur 11 Serien, aber du bekommst es für ein Jahr umsonst, wenn du dir ein iPhone kaufst. Und dann wollte ich von Michi wissen, wie genau ich das alles bezahlen soll. Für Amazon Prime wurde natürlich die Amazon Prime Kreditkarte beantragt. Netflix läuft über PayPal und eine 2-Faktor-Authentifizierung. Für Apple TV Plus habe ich ja das neue Apple Pay eingerichtet. Und dann gibt es noch 3 Kreditkarten von verschiedenen Anbietern, damit wir immer die neuesten Angebote von Sky nutzen können. Ich verstehe nur Bahnhof.
So, Mama, dann kannst du ja jetzt deine Serien gucken. Nee, Michi, heute spielt doch Werder. Wo gucke ich das denn? Also, sonntags auf Sky. Außer 13.30 Uhr The Zone, Montag wiederum nur The Zone, Samstag nur Sky und Freitag nur auf The Zone. Der Sohn, welcher Sohn? Weißt du was, Mama? Ich lade dich ein. Wir gucken im Stadion. So gefällt mir Streaming richtig gut. Ein Film von Oliver Nolke und Sebastian Rietz. Das war Extra für heute. Jetzt geht es ganz linear weiter mit Ingo Appelt live. Nicht verpassen und bis nächsten Donnerstag. Tschüss.